Meine wunderschönen Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Need for Speed Carbon. Wir haben 60% Karrierefortschritt, wir haben 66.950 Credits, Dollars, Euros, was auch immer auf dem Konto, hoffentlich keine Lira. Und wir wollen heute mal ein bisschen was anderes machen. Ich meine, man könnte jetzt einfach hier weitermachen. Wir könnten sogar heute wahrscheinlich alle vier Rennen fahren, um Wolfs Gebiet abzuschließen. Und dann gäbe es beim nächsten Mal schon Bossrennen. Ist auch alles sehr verlockend. Hätte ich an sich auch Lust drauf. Aber wir haben ja letztes Mal schon so ein bisschen drüber gequatscht. Und irgendwie kommen die Cops in diesem Spiel sehr, sehr viel zu kurz. Nachdem sie ja in Most Wanted, dem Vorgänger, eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, wo man ja ständig irgendwie Kopfgeld sammeln muss und Verfolgungsjagden machen muss oder auch teilweise unfreiwillig in Rennen, nach den Rennen und so weiter, sind die Cops hier in Carbon eher so eine Randerscheinung, was ja sehr, sehr schade ist, ja? Weil das macht ja gerade sehr Bock in Most Wanted. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir fahren mal so ein bisschen in der freien Welt herum und suchen freiwillig den Stress mit den Cops, einfach damit wir mal ein bisschen Cop-Action haben. Dafür werde ich mir nehmen den Mazda X7. Ich habe irgendwie Lust, das mit dem zu machen. Der hat ein gutes Handling, ist ein schönes Auto. Fahren wir den nochmal ein bisschen, habe ich irgendwie Lust drauf. Und dann geht's für uns in die freie Fahrt. Und dann suchen wir uns ein Gebiet, wo die Fahndungsstufe hoch ist. Ich glaube, das macht einen Unterschied, ne? Es gibt ja diese Zonenfahndungsstufen und ich glaube, es kommt darauf an, wie die Zonenfahndungsstufe ist. Und dann sollten wir eher da fahren, wo die Zonenfahndungsstufe eher höher ist. Zum Beispiel, wie ist das denn, wenn ich da hinspringe und dann den Händler wieder verlasse? Sind wir dann automatisch da oben oder? Ja, sind wir. Okay, dann fahren wir jetzt hier ein bisschen rum. Wir fahren ein bisschen rum, bis die Cops uns finden und jagen. Mal gucken, wir machen ein bisschen was kaputt. Und früher oder später werden bestimmt die Cops auf uns aufmerksam. Und dann werden wir mit denen einfach mal ein bisschen spielen. Einfach mal gucken, was passiert. Ich weiß das nämlich gar nicht. Ich habe kaum Erinnerungen an die Cops in diesem Spiel. Östliche Streife. Mögliches Kurs-6-Fahrzeug wurde gemeldet. In Richtung Süden. Einheiten bitte melden und zum Einsatzort begeben. Ja, der macht hier alles Mögliche kaputt, immer, Jungs. Da müsst ihr doch mal eingreifen. Da müsst ihr doch mal eingreifen. Der macht hier Sachen kaputt. Ganz ein schlimmer Rowdy ist hier unterwegs. Der macht hier die Bushaltestellen kaputt. Oh, da hinten sind Cops unterwegs. Aber leider auf der falschen Seite, Jungs. Ihr müsst hier hin. Es kann natürlich auch sein, dass wir nach 2 Minuten verhaftet werden. Ist ja okay, dann fahren wir halt die Rennen. Aber ich habe Lust, das mal zu probieren. Hinter mir sind Cops. Moment. Auch lustig, dass man freiwillig den Stress mit den Cops sucht. Aber wenn das Spiel es einem nicht bietet, dann muss man es eben sich selber suchen, ne? Los geht's, meine Freunde. So. Also, die Verfolgungsjagden in Carbon. Wir haben oben rechts natürlich die Übersicht. Wir sehen, wie lange die Verfolgungsjagd schon geht. Wir sehen, wie viele Verfolger wir haben. Wir sehen, wie viele wir ausgeschaltet haben. Und wir sehen, wie der Flucht-unterwischt-Balken aussieht. Und unten links, das ist, glaube ich, meine Fahndungsstufe jetzt bei dem Auto gerade. Also, momentan Fahndungsstufe 1. Das heißt, wir müssten jetzt erstmal ein bisschen ganz entspannt mit dem spazieren fahren. So wie auch im Most Wanted, wenn man Fahndungsstufe 1 hat. Ganz entspannt, um halt möglichst erstmal Richtung Fahndungsstufe 2 oder 3 zu kommen. Und dann sehen wir weiter. Also wir fahren erstmal ganz gemütlich. Ach guck mal, da rollt immer noch das Eisding. Das dauert jetzt ein bisschen, ne, bis die Fahrstufe von 1 auf 2 auf 3 steigt. Das dauert ein bisschen, Jungs, wir fahren rechts lang. Da ist nämlich noch ein Dritter, da sind wir nämlich schon zu dritt, ne, zu viert unterwegs. Und mehr Cops ist besser, deswegen sammle ich noch ein paar. Ja, Jungs, nicht euch gegenseitig ausschalten da, ne. Einmal mit Profis arbeiten, Freunde, einmal mit Profis arbeiten. Ich weiß halt gar nicht, wie es aussieht in dem Spiel mit Straßensperren. Ob die Nagelbänder einsetzen, was für Einheiten die einsetzen. Dann gucken wir mal, was auf Fahndungsstufe 2 kommt. Ganz gemütlich heute. Kann auch sein, dass die Folge sehr kurz ist. Vielleicht ist es eine 10 Minuten oder 15 Minuten Folge. Alles möglich. Aber ich hatte einfach mal Lust auf ein bisschen Cop-Action, Mann. Das kann doch nicht sein. Keine Cop-Action hier in den ganzen Folgen, die warten. Da muss ich mir doch selber mal welchen suchen, oder? Ich hoffe, da habt ihr Bock drauf. Ich hatte auf jeden Fall Bock drauf. Ich hab's einfach vermisst, mal ein bisschen mit den Cops hier rumzufahren, ein bisschen Action zu machen, Stress zu haben, weil man fast verhaftet wird. All das, was eben zu Most Wanted 2005 dazugehört und Carbon so verdammt nochmal fehlt. So, es dauert noch 2 Minuten 36 oder 2 Minuten 30 bis zur Verstärkung. Und ich habe nur diesen einen Verfolger, das heißt, wir müssen echt aufpassen jetzt, dass wir den nicht verlieren. Mit dem muss ich jetzt hier richtig vorsichtig fahren, weil der ist schon sehr lediert. Wenn ich den nochmal irgendwie streichel, dann ist der, glaube ich, kaputt. Nicht kaputt gehen, Junge. Och, nicht kaputt gehen, habe ich gesagt. Dann fährt er mir in den Arsch, ey. Oh, Kollege. Aber da hinten ist noch einer. Gott sei Dank ist hier noch einer. Ich sag zu ihm, nicht kaputt gehen und in dem Moment fährt er in mich rein und ist kaputt. Kluge Cops auf jeden Fall hier im Spiel. Kluge Cops. Die schalten sich selber aus. Du musst es nicht mal selber machen. Und jetzt sind wir Fahndungsstufe 2. Sehr gut. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Oh, guck mal, das Casino da hinten. Super geil.
Links die Casinos, da hinten, das sieht doch super schön aus. Hier können wir ein bisschen Sightseeing können wir machen, während wir mit dem Kopf spazieren fahren hier. Ich glaube, das ist tatsächlich schon eine neue Art von Einheit hier, oder? Wir sind hinter ihm. Also Stufe 2 bringt dann diese schwarzen Kopfautos. Ich denke mal, die halten ein bisschen mehr aus. Eine Straßensperre! Okay, also Straßensperren gibt es auch. Nagelbänder denke ich mal noch nicht, aber Straßensperren gibt es auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr schön. Also, verschiedene Kopfeinheiten gibt es, Straßensperren gibt es. Soweit können wir schon mal festhalten. Ob es Rhinos gibt, ob es Nagelbänder gibt, das müssen wir noch herausfinden. Aber Straßensperren platzieren sie auf jeden Fall inzwischen. Der Verdächtige hat sich einfach durch die Straßensperre geschlängelt. Ich habe das einfach vermisst, Freunde. Ich habe es einfach vermisst, mit den Kopf durch die Gegend zu fahren und Stress zu machen, ey. Wie viel geiler hätte man Carbon noch machen können, wenn man die Cop-Events mit eingebaut hätte? Dass man einfach irgendwie alle paar Events oder damit man den Bossfahrer des Gebiets herausfordern darf, dass man da irgendwie eine bestimmte Fahndungsstufe haben muss oder so und so viel Kopfgeld haben muss, ja? Das wäre doch nicht schwer gewesen, sowas einzubauen, sonst hätte das Spiel nochmal sehr bereichert. So, Fahrungsstufe 2,5. Immer noch eher müde hier, die Cop. Da kann ruhig noch ein bisschen mehr kommen. Aber der AX7 ist an sich eine geile Karre für Cop-Jagden, weil der ist sehr schön, der hat sehr schönes Handling. Gute Beschleunigung, also genau das, was man bei Verfolgungsjagden so braucht. So, da vorne kommt noch eine Straßensperre. Also man kann sich nicht beschweren, dass sie zu wenig Straßensperren bauen würden, ne? Selbst hier auf Fahrungsstufe 2 sind es schon sehr, sehr viele Straßensperren. Er ist durch die Straßensperre gefahren. An alle Verfolgereinheiten. Wir müssen ja sowieso auch Verfolgungsjagden machen für die Prämienkarten. Das heißt, wir werden auf jeden Fall noch Cop-Action haben. Erstens in der Herausforderungsserie gibt es Cop-Events. Und, okay, das sind jetzt schon städtische Zivilstreifen anscheinend, so heißen die. In der Herausforderungsserie werden wir auf jeden Fall Cop-Events haben und auch dann in den Prämienkarten, wenn wir die machen, gibt es auch wieder Cop-Herausforderungen. Also, wir werden noch Cop-Action haben, so ist nicht. Aber in der normalen Karriere, da gibt es halt gar keine Cop-Action. Und deswegen machen wir das jetzt. Und es macht Bock, oder? Ich find's geil. Ich freue mich, dass wir mal ein bisschen Cop-Action machen. Wenn wir dann nachher noch Zeit haben, noch ein Rennen zu fahren, dann ist das ja schön, dann mache ich das auch gerne. Aber mal so ein bisschen Verfolgungsjagden, Mann. Ich bin doch nicht der Einzige, der die vermisst in Carbon, oder? So, Fahrstufe 3, Freunde. Jetzt wird es langsam schon ein bisschen ernster, glaube ich. Ich bin gespannt, was jetzt für Kopfeinheiten kommen. Vielleicht benutzen die ja jetzt sogar schon Nagelbänder. Oh, das sind, glaube ich, schon die größeren Einheiten hier, oder? Also die schwarzen sind die von Stufe 2. Die normalen Streifenwagen sind die von Stufe 1. Und ich glaube... Oh, Moment. Wir müssen aufpassen, nicht, dass wir hier verhaftet werden. Es geht nämlich, glaube ich, sehr schnell in Carbon mit dem verhaftet werden. So, jetzt spawnen da vorne auch neue Wagen, genau. Also jetzt sind sie wieder mit Polizeilook, aber es sind eben andere Einheiten. Also die haben jetzt wieder den Polizeilook. Oh, jetzt sind sogar schon hier Straßensperren mit den dicken Autos, seht ihr das? Jetzt gibt es sogar schon Straßensperren mit den dicken Autos. Stufe 3 wird also schon ein bisschen ernster langsam. Es kann ja auch gut sein, dass das Ganze endet, dass wir irgendwann verhaftet werden. Ist ja okay. Von mir aus. Hauptsache ein bisschen Cop-Action. Deswegen habe ich ja extra den AX7 genommen, ja. Dann wird er halt, dann kriegt er halt eine Markierungs-Cop, also so eine Marke, dass wir verhaftet wurden mit dem. Es geht mir gar nicht darum, hier irgendwie groß zu entkommen. Natürlich, ich will entkommen am Ende, klar. Es ist nicht so, als will ich nicht entkommen. Ne? Nicht falsch verstehen. Aber selbst wenn wir am Ende verhaftet werden, dann ist es halt so. Haut's auch mal ein bisschen Action. Ich denke mal, Fahrstufe 4 werden wir noch hinkriegen, oder? Ich glaube, es gibt... Ich weiß gar nicht, wie viele Fahrstufen es gibt, aber... 4 ja auf jeden Fall. Er blockiert mich. Ich komme nicht dran. Wir haben auch erst 6 Autos ausgeschaltet. Sehr wenige eigentlich. Die meisten sind einfach irgendwann abgehauen, hatten keinen Bock mehr oder sowas. Und wir kriegen auch keine Ausschalter, wenn wir durch die Straßensperren fahren. Bei Most Wanted ist das so, wenn du durch die Straßensperre knallst, dann kriegst du meistens eine Ausschaltung gut geschrieben, sozusagen. Und 10 Minuten sind um. Wir sind jetzt schon 10 Minuten unterwegs hier. So, das sind im Übrigen Staatseinsatzwagen jetzt hier, die uns jetzt verfolgen. Für die gibt es jetzt schon 2500 Kopfgeld oder Sachschaden oder was auch immer. Aber ich fahre immer noch eher auf Sparflamme. Ich fahre immer noch so, dass ich versuche, die Cops nicht abzuschütteln. Oh, ich glaube, da kommen tatsächlich Rhinos auf uns zu. Kann das sein? Kann das sein? Ja, Rhinos, Freunde. Ist das schön, Mensch. Rhinos gibt es also auch. Ist das ein Träumchen? Also, es gibt Straßensperren, es gibt Cop-Einheiten verschiedene. Es gibt Rhinos. Soweit können wir schon mal festhalten.
Jetzt ist noch die nächste Frage, ob es auch Nagelbänder gibt. Ich glaube, bis Fahrstufe 3 auf jeden Fall nicht. Es kann aber ja gut sein, dass danach welche kommen. Die Musik ist im Übrigen dieselbe wie in Most Wanted. Jetzt regnet es auch noch. Also die Straßensperren sind auf jeden Fall dicker geworden. Ne? Das sind jetzt hier die dicken Einheiten, aber ich sehe immer noch keine Nagelbänder. So, in 22 Sekunden kommt Verstärkung. Es regnet, die Cops sind hinter uns her. Wir sind fast Fahrstufe 4. Das wird jetzt gleich hoffentlich mal richtig spannend. Bis Fahrstufe 3 ist das immer noch sehr, ja, sehr, sehr ruhig hier. Aber mal gucken. Ich bin gespannt, wie es ab Fahrstufe 4 dann losgeht. Und jetzt kam nämlich Verstärkung. Jetzt gehen sie ein bisschen mehr zur Sache hier. Rhinos am Start. Und jetzt haben wir hier richtig schön Verfolger hinter uns. Schaut euch das an. Jetzt, oh, leichter SUV, 10.000. Jetzt geht's langsam los hier mit der Action, Freunde. Jetzt können wir auch mal anfangen, hier Verfolgungsstopper zu benutzen. Cop-Autos auszuschalten. Fahrstufe 4 scheint mir ist die erste Fahrstufe, die man ernst nehmen kann. Die kommt jetzt. Wir erhöhen auf Alarmstufe 4. An alle Einheiten. Action, ein RX-7 macht uns hier Probleme. Geil, Freunde, geil. Jetzt wird's langsam ein bisschen spaßig hier. Jetzt kann ich auch mal ein bisschen Gas geben hier. Zack, Verfolgungsstopper mitnehmen. Oder auch nicht. Also jetzt können wir, glaube ich, langsam wirklich auch versuchen, ernst zu fahren. Hat aber auch jetzt kommen auch Nagelbänder, seht ihr? Okay, also, Frage beantwortet. Es gibt nicht nur Rhinos, es gibt nicht nur normale Einheiten, es gibt sogar auch Nagelbänder. Das heißt, die Cops ähneln eigentlich vom System her extrem denen aus Most Wanted. Und wenn sie es doch sowieso übernommen haben, das komplette System der Cops, warum haben sie dann nicht auch Cops eingebaut, verdammte Neune? Ich meine, die Cops sind doch wirklich fast 1:1 übernommen aus Most Wanted 2005. Dann hätte man doch auch die Cop-Events übernehmen können. Es wäre doch null Arbeit gewesen. Null! So schade, ey. Ich meine, die Nagelbänder, selbst die Nagelbänder sind übernommen. Die Rhino-Einheiten sind übernommen. Das ist alles übernommen. Aus Most Wanted 2005. Wie schwer wäre es dann gewesen, auch die Cop-Events zu übernehmen? 0,0 schwer. So, da vorne kommen wieder Rhinos auf uns zu. Die fahren aber leider in die Sackgasse da, in die Abkürzung rein. Jungs, das war falsch. So, jetzt habe ich wieder nur einen Verfolger. Es ist ein Trauerspiel. Es ist ein Trauerspiel. Wir sind Fahrstufe 4 und haben einen Verfolger. So, Nagelband links. Nagelbänder sind auch hier wahrscheinlich sehr tödlich. Genau wie in Most Wanted sollten wir uns von denen also verdammt nochmal fernhalten, weil sonst haben wir ein Problem. Ich hoffe, jetzt habe ich nicht alle ausgeschaltet. Nee, da kommt noch jemand Neues, Gott sei Dank. Ich habe zwei ausgeschaltet. Wir haben jetzt insgesamt 12 Cop-Autos ausgeschaltet. Das ist sehr wenig eigentlich. So, jetzt entkomme ich aber gerade. Das ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Ich wollte schon noch ein bisschen mit dem Kopf spielen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wir wollen doch nicht entkommen. Komm schon, Mann. Auf Fahrstufe 4 muss ich jetzt aufpassen, dass ich nicht entkomme, oder was? Leute. Was seid ihr mir für Cops hier? Oh, das sieht nicht gut aus. Gas geben. Eieiei, das hätte jetzt auch schief gehen können hier. Also es ist auch wie in Most Wanted eine Mischung zwischen Angst, dass man abhaut und Angst, dass man festgenommen wird, ne? Aber genau diese stressige Mischung, die den Puls nach oben treibt, genau die habe ich ja vermisst. Dass man einerseits die ganze Zeit Angst hat, dass man entkommt und andererseits auch total Angst hat, dass man verhaftet wird. So, wir sind jetzt schon 15 Minuten unterwegs. 15 Minuten sind wir schon unterwegs. Und immer noch keine richtig große Action, aber zumindest mal ein bisschen was hier mit Nagelbändern, Verfolgungsstoppern, Rhinos. Also es geht schon in die richtige Richtung. Nee, 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 nee. Gar nicht gut, ey. Da war mein Erwischtbalken schon sehr, sehr voll gerade. Der Erwischtbalken war schon sehr, sehr voll. Ich habe das Gefühl, der geht auch schneller voll als in Most Wanted 2005. Ich habe das Gefühl, man ist schneller erwischt, wenn man einmal steht. So, haben wir da Nagelbänder? Ich sehe nämlich keine. Das macht mir ein bisschen Sorge. Okay, da war kein Nagelband. Okay. Anscheinend ist hier aber Fahndungsstufe 4 erst einmal Maximum. Ich meine, es gäbe auch höhere Fahndungsstufen. Aber anscheinend kann ich, entweder liegt es am Auto oder es liegt irgendwie am Gebiet oder vielleicht müssen wir erst in der Story weiter vorankommen. Aber meine Fahndungsstufe steigt tatsächlich nicht mehr weiter an.
Fahrstufe 4 scheint momentan Maximum zu sein. Wenn ihr wisst, warum, ob das Auto zu schwach ist, ob Fahrstufe 4 generell Maximum ist im Spiel, ob wir in späteren Gebieten erst höher kommen. Wenn ihr wisst, warum bei Fahrstufe 4 Ende ist, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber offensichtlich geht die Fahrstufe nicht mehr höher. Oh, oh, scheiße. Ich glaube, wir sind verhaftet. Nee, sind wir nicht. Sind wir nicht. Sind wir nicht. Also Fahrstufe 4 ist auch schon knackig. So ist nicht, ne? Fahrstufe 4 ist knackig, ihr seht's ja. Aber ich dachte, es geht noch höher. Aber meine Stufe steigt nicht mehr weiter an. Meine Stufe steigt nicht mehr weiter an. So, schwerer SUV. 15.000 gibt's dafür. 17 Minuten sind wir jetzt schon unterwegs. Ich würde sagen, wir machen die 20 Minuten voll und dann hauen wir ab. Wir machen 20 Minuten voll und dann hauen wir ab. Dann werden wir sicherlich auch irgendeine Prämienkarte, irgendeine Prämienkarten-Challenge abgeschlossen haben, vermute ich mal. Und dann reicht mir das auch. Dann werden wir noch ein, zwei Rennen fahren und dann machen wir Schluss für heute. Aber soweit mal dazu. Wir haben endlich mal ein bisschen Cop-Action gemacht. Und ich find's geil. Ich find's geil. Genau das habe ich vermisst. Den Stress, wenn Rhinos auf dich zurollen. Die Angst, in Nagelbänder zu fahren. Ich hab's einfach vermisst. So, 17 Minuten. Und jetzt sind es 18 Minuten. 18 Minuten sind wir jetzt schon unterwegs hier. Ich habe aber auch das Gefühl, ich fahre die ganze Zeit im selben Gebiet umher. Kann das sein? Wir fahren nämlich die ganze Zeit im selben Gebiet. So, schön den Dino kaputt machen hier. Das gibt auch nochmal gut Kopfgeld hier. Oh shit. Oh shit. Ja, das war's wahrscheinlich jetzt, ne? Nein, das war... Oh Gott, mein Herz, Freunde. Das ist das, was ich gebraucht habe. Das ist der scheiß Adrenalinkick, den ich gebraucht habe, Mann. Gib es mir. Gib es mir, verdammte Scheiße, Mann. Ist das geil. Oh mein Gott. Ah, ich will nicht. Lasst mich, Jungs, lasst mich. Nicht so viel. Ich habe zwar gesagt, gib's mir, aber so viel dann auch wieder nicht. Oh mein Gott. Ich habe es so vermisst, Freunde. Ich habe es so vermisst. Das ist der Scheiß, den ich brauche, Mann. Das ist genau der Scheiß, den ich brauche. Cops, die dir so richtig am Sack hängen und dich nicht in Ruhe lassen. So, das Ding machen wir auch kaputt. Ich glaube, die Verfolgungsstopper sind generell hier ein bisschen schwächer als im Most Wanted, leider. Boah, es kommen aber auch viele Rhinos, ne? Diese Kack-Rhinos, Mann. Richtig viele von denen. Ja, jetzt haben wir noch ein anderes Problem. Jetzt will ich nämlich langsam entkommen. Jetzt ist die Frage, ob wir das hinkriegen werden. Ja, jetzt haben wir nämlich richtig viele Verfolger am Arsch. Alle paar Sekunden kommen Rhinos auf mich zugeschossen. Also jetzt ist mein Problem eher, dass ich langsam entkommen möchte. Wir sind nämlich jetzt schon 19 Minuten 40 unterwegs. Und ich würde gerne so um die 20 Minuten Verfolgungsjagd machen. Jetzt will ich entkommen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Schön das Ding wieder da hinlegen. Schön die Leute ausschalten. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt bräuchten wir nur noch ein Versteck. Da vorne wäre ein Versteck, aber da ist auch eine Straßensperre. Das heißt, das wird nichts. Tja, jetzt haben wir wieder einen Verfolger. Also an sich sieht es ja ganz gut aus, aber... Oh Gott, jetzt kommen aber nicht Rhinos hier. Oh Gott. Rhinos hier in der Abkürzung. Ihr seid doch verrückt. Rhinos in der Abkürzung. Wie soll ich denn da ausweichen, außer mit Speedbreaker? Da schicken die mir hier Rhinos entgegen, während ich in der Abkürzung bin, ey. Ich glaube, es hackt. Die haben das mit dem Gips mir ein bisschen doll verstanden. Ein bisschen wörtlich verstanden, glaube ich. Okay. So, wir hauen ab in die Richtung. Schön die Häuserhälfte einkrachen lassen. Jawoll. Geile Sache. Leider hat es den aber nicht ausgeschaltet. Da kommen noch mal Rhinos. Deswegen musste ich jetzt schnell drehen, weil da Rhinos kamen. Und ich habe keinen Bock, in Rhinos reinzufahren jetzt. Oh, Leute. Wie viele Rhinos die einem aber auch schicken, ne? Was zur Hölle, ey. Wie oft schicken die einem hier Rhinos entgegen in Carbon? Ich meine, in Most Wanted gibt es ja auch Rhinos, aber nicht alle paar Sekunden. Ich glaube, das wird nichts mit den 20 Minuten. Wir sind jetzt schon bei 21. Oh Gott, Freunde. Jetzt will er entkommen, jetzt klappt's nicht. Ich sehe es schon, ey. Deine Kiste qualmt und verliert Öl. Das höre ich gerne. Das höre ich sehr gerne. So, da vorne kommt ein Versteck.
Leider auf der falschen Seite. Leider auf der falschen Seite. Hier, wo ich fahre, ist weit und breit kein Versteck. Oh, Freunde. 88 Verfolger hatten wir, 25 haben wir ausgeschaltet. Tja. Und jetzt werden wir verhaftet, glaube ich. Nicht verhaftet, jetzt werden wir wieder erwischt. Da kommt nämlich einer. Och, Mann, ey. Es ist so typisch für Need for Speed. Es ist immer so typisch. Erst hast du Angst, dass du abhaust, dann hast du Angst, dass du nicht abhaust, dass sie dich verhaften. Und dann kommst du nicht weg, wenn du wegkommen willst. Es ist immer wieder dasselbe in diesen Spielen. Okay, komm schon mal. 21 Minuten sind wir schon unterwegs. Ich brauch nur ein verdammtes Versteck. Okay, da vorne kommt ein Versteck. Wenn wir es reinschaffen, dann haben wir es sehr gut gemacht hier. Dann hatten wir genau das, was ich wollte. Nämlich eine geile Verfolgungsjagd. Verpiss dich, Alter. Eine geile Verfolgungsjagd mit Action, mit fast verhaftet werden, und zwar mehrmals. Und die am Ende auch noch erfolgreich ausgeht. Ist das nicht einfach schön, Freunde? Ist das nicht einfach schön? 21 Minuten 18. 234.000 Kopfgeld, 47 gerammt, 25 ausgeschaltet, 286.000 Sachschaden, 20 Straßensperren umfahren, 11 Nagelbänder umfahren. Ich hätte gerne noch gesehen, wie viel Rhinos mir entgegenkamen, aber ansonsten lief das sehr, sehr gut. Okay, dann werde ich jetzt mal schnell zum Unterschlupf springen, denn ich würde das gerne speichern, dass wir das geschafft haben. Oh, war das geil, Mann. Das war genau das, was ich vermisst habe. Diese Action, dieser Stress, wenn die Rhinos kommen, ja sogar in den Abkürzungen hier. Also wenn du da natürlich, wie willst du da irgendwas gegen machen? So, jetzt wollte ich mal ganz kurz in die Prämienkarten reinschauen, ob wir da nicht irgendwas jetzt schon bekommen haben oder irgendeinen Teilerfolg. Das haben wir zum Beispiel gerade geschafft. Erreiche in der freien Fahrt für deinen Wagen Fahndungsschutz wird Status 4. Dann hier, entkomme einer 8-minütigen freie Fahrt vor Polizeiverfolgung, das haben wir auch gerade geschafft. Erreiche 20.000 Kopfgeld, haben wir auch gerade geschafft. 5 Polizeifahrzeuge außer Gefecht setzen, haben wir geschafft. Ein Rhino außer Gefecht setzen, haben wir geschafft. Also wir sehen, wir haben mega viele hier. 200.000 Sachschaden in einer einzigen freien Fahrtverfolgungstag haben wir geschafft. 20 Straßensperren ausweichen. Also wir haben richtig, richtig viel für die Prämienkarten gerade geschafft, dadurch, dass wir diese kleine Verfolgungsjagd gemacht haben. Und mir hat das sehr viel Bock gemacht. Und das ist das, was ich angekündigt hatte für diese Folge. Wir machen ein bisschen Stress mit den Cops. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Däumchen da. Wenn ihr sowas nochmal sehen wollt, irgendwie in ein paar Folgen, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Heute halt wirklich mal nur Cop-Action. Wir machen nämlich jetzt Schluss und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit den Rennen. Ja, das ist also ein reiner Cop-Part mal gewesen. Aber wir haben jetzt auch so viele Folgen gehabt ohne Cops, da kann man auch mal einen Part machen mit nur Cops, finde ich. Dankeschön fürs Zuschauen, euch einen schönen Tag ansonsten und alles Gute, euer Walle. Bye, bye.